Meditieren ist eine der besten täglichen Angewohnheiten, die man eigentlich machen kann. Es wird schon einen Grund haben, warum berühmte und erfolgreiche Menschen wie zum Beispiel Oprah Winfrey, Hugh Jackman oder auch Arnold Schwarzenegger darauf schwören und das wirklich als ihre tägliche Angewohnheit durchführen. Was ist Meditation genau und wie funktioniert das genau und welche Vorteile bringt Meditieren für dich persönlich? Das möchte ich dir in diesem Video genau erklären und wie ich meditiere auch. Genauso wie ich auch einige Dinge aufklären will, die mir am Anfang passiert sind, so kleine Fehler, die man als Anfänger machen könnte oder missverstehen könnte. Und wir fangen einfach mal mit den Vorteilen des Meditierens an. Ganz wichtig, die Vorteile, die ich jetzt nenne, sind alle wissenschaftlich bestätigt. Also ganz wichtig, wissenschaftlich bestätigt. Diese Vorteile gibt es wirklich und die sind auch bewiesen. Der erste große Vorteil ist, dass sich der präfrontale Kortex beginnt, sich dichter zu verknüpfen. Und der präfrontale Kortex ist einfach der Bereich im Gehirn, der für Sachen zuständig ist, wie zum Beispiel Handlungen zu planen, bessere Entscheidungen zu treffen, aber auch Impulskontrolle. Und das hilft dir einfach dabei, dass du deine Ziele besser verfolgen kannst und einen klareren Verstand hast. Und diesen Effekt hat man schon nach nur 10 Minuten täglich meditieren. Und das auch, wenn du vorher noch nie meditiert hast, 10 Minuten täglich reichen, um diesen Effekt voll und ganz ausnutzen zu können. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass Stress dadurch reduziert wird. Dadurch wird man einfach gelassener. Und das hat dadurch natürlich auch gesundheitliche Vorteile. Denn weniger Stress ist besser für unser Herz. Wurde sogar nachgewiesen in einer Langzeitstudie, dass Menschen, die täglich meditieren, um 10% längere Telomere haben als Menschen, die nicht meditieren. Und was sind Telomere? Die sind im Grunde an unseren Chromosomen dran und sind für unser Altern zuständig. Das heißt, das ist der Grund, warum wir altern. Und wenn die eben länger sind, dann heißt das, wir altern langsamer. Das heißt, meditieren kann dich wirklich verjüngern. Es ist auch so, dass Meditieren unser kreatives Denken fördert. Eine 8-wöchige Studie hat auch herausgefunden, dass es unsere Angstzustände mindert und auch Phobien und Zwangsstörungen reduziert. Außerdem senkt es den Blutdruck, sorgt dafür, dass wir weniger aggressiv sind, fördert den Schlaf und es hilft sogar, Altersdemenz vorzubeugen. Also viele gute Vorteile und viele Gründe, warum du mit dem Meditieren anfangen solltest. Und ich kann mir vorstellen, dass du dir jetzt denkst, oh mein Gott, wie soll das funktionieren? Wenn das so viele gute Vorteile hat, dann muss das doch einfach urkompliziert sein zu meditieren. Aber das ist es nicht. Das ist eigentlich wirklich ganz einfach. Meditation is easier than you think. Actually, you can meditate everywhere, any times, under any circumstances. It's just awareness. Aber woher kommt eigentlich die Meditation? Wir verbinden das ja häufig mit dem Buddhismus und das ist soweit auch korrekt. Nur in der Antike nannten es die Mönche nicht meditieren, sondern Samadhi. Und das bedeutet so viel wie Konzentration oder Stille. Und es ging eben darum, innere geistige Stille hervorzurufen. Und ich dachte immer, das bedeutet, dass man nicht denken darf dabei und keine Gedanken haben darf. Aber das ist eigentlich komplett falsch. Es geht beim Meditieren eigentlich um Achtsamkeit. Das heißt, beim Meditieren müssen wir eigentlich nichts weiter tun, als achtsam zu sein. Und das können wir im Grunde wirklich überall. Es muss nicht zu Hause sein. Es muss in keinem buddhistischen Tempel sein oder im Wald oder in der Natur. Das darf es natürlich sein. Es muss aber nicht. Es ist nur wichtig, dass du es relativ ruhig hast, also eine relativ ruhige Umgebung und dass du dich voll und ganz auf das Meditieren konzentrieren kannst und einfach achtsam sein kannst. Und dabei reicht es auch schon, wenn du nur 5 Minuten täglich machst. Mehr musst du wirklich nicht machen. Lass dir nicht einreden, dass du irgendwie eine Stunde pro Tag meditieren müsstest. Das ist absolut nicht nötig. 5 Minuten reichen. Mehr mache ich selber auch nicht. Und falls dir 5 Minuten am Anfang immer noch zu viel ist und du denkst, ach, wie soll ich nur 5 Minuten frei bekommen zu meditieren? Mein Plan ist voll. Dann mach am Anfang nur 2 Minuten. Das tut's auch schon für den Anfang. Du kannst dann einfach einen Handywecker stellen für 2 Minuten oder 5 Minuten, wie auch immer du machen willst. Und dann kannst du einfach loslegen. Für das Meditieren selber brauchst du nichts. Du brauchst keine Hilfsmittel, du brauchst keine Räucherstäbchen, du brauchst keine Klangschalen, du brauchst keine Musik, du brauchst eigentlich wirklich nichts. Es ist auch völlig egal, ob du beim Meditieren sitzt, im Schneidersitz oder im normalen Sitzen oder am Bauch oder am Rücken, völlig egal. Hauptsache, du hast es so bequem, dass du so einige Minuten sitzen kannst, ohne dass es unangenehm wird. Und es gibt verschiedene Methoden, um eben den Zustand der Achtsamkeit zu erreichen. Und die erkläre ich dir ganz einfach. Die erste und einfachste Methode, finde ich persönlich für Anfänger, ist einfach auf YouTube einzugeben, geführte Meditationen und dir da einfach eine aussuchen, die dich anspricht. Das ist wirklich die einfachste Methode als Anfänger.
Fänger, weil es dir wirklich hilft, diesen Zustand der Achtsamkeit sehr gut zu erreichen und dieses innere Ruhegefühl und Entspannungsgefühl wirklich zu fühlen, ganz einfach und unkompliziert. Ja, ich mache das selber ab und zu gerne immer noch. Der große Vorteil ist, dass du dadurch weniger abschweißt mit deinen Gedanken am Anfang, was vielleicht recht schwierig sein könnte als Anfänger, und du eher konzentrierter bist, weil du nur auf die Stimme von dem Videoersteller achtest. Wichtig ist nur, dass du dir jemanden suchst, der auch eine angenehme Stimme für dich hat. Es gibt natürlich auch einige Nachteile für die Methode. Zum Ersten, die meisten dieser geführten Meditationen sind relativ lang, also die meisten sind deutlich länger als 5 Minuten. Es gibt auch welche, die sind eine Stunde lang. Die meisten sind so zwischen 10 und 20 Minuten circa. Aber es gibt natürlich auch kurze 5 Minuten geführte Meditation auch. Schau dich da einfach um. Und der andere Nachteil, der betrifft zumindest mich persönlich so bei diesen geführten Meditationen, ich mache die meistens im Bett kurz nach dem Aufstehen und da schlafe ich öfter mal ein. Das passiert mir recht schnell bei geführten Meditationen. Wenn ich selber meditiere, passiert mir das gar nicht, aber bei diesen geführten Meditationen kann es schon mal passieren, dass ich einfach wieder einschlafe. Aber das ist ein Punkt, der wahrscheinlich nur mich selber betrifft und jetzt nicht wirklich ein großer Nachteil. Die andere Methode ist, dass du ohne geführte Meditation meditierst und das ganz einfach, indem du als erstes mal auf deinen Atem achtest. Das ist die erste Technik, die sogenannte Atemtechnik. Und wir konzentrieren uns einfach aufs Einatmen durch die Nase und Ausatmen durch den Mund. Und wir schauen einfach, dass wir genau auf diesen Punkt achten zwischen Ein- und Ausatmen. Das heißt, wir atmen ein und genau bei diesem Punkt, bevor wir ausatmen, genau auf den konzentrieren wir uns dabei. Und das sorgt einfach dafür, dass wir achtsam auf unserem Atem achten. Und da war eben jetzt mein erster Fehler. Ich dachte, ich darf nichts denken, was, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich fast komplett unmöglich ist, nichts zu denken. Und ich habe mich danach wirklich immer schlecht gefühlt, wenn ich Gedanken hatte, die aufkamen. Obwohl das eigentlich nichts Schlechtes ist. Es ist wichtig, dass du die Gedanken einfach nur akzeptierst, sie von außen betrachtest. Und dann kannst du dir vorstellen, dass du sie einfach fortschickst in einer Wolke oder wie auch immer und diese Gedanken einfach loslässt. Das heißt nicht, dass du nichts denken darfst, einfach nur, dass du auf deine Gedanken achtest, sagen wir es so. Das heißt, du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn dir jetzt ein Gedanke kommst, akzeptiere den Gedanken, genauso wie du auch Gefühle akzeptieren solltest, die während der Meditation aufkommen und die einfach von außen betrachtest, achtsam und fortschickst. Die Atemmeditation ist die weit verbreiteste Meditation, die die meisten verwenden. Aber es gibt auch andere Methoden, wie du Achtsamkeit erreichen kannst. Und zwar könntest du auch einfach nur lauschen. Das heißt, du konzentrierst dich einfach nur auf die Geräusche von deiner Umgebung. Vielleicht ein Hundebellen in der Ferne, eine Sirene, der Verkehr oder einfach nur den Wind von draußen. Vielleicht regnet es gerade, konzentriere dich auf das Regengeräusch. Oder du konzentrierst dich auf das Summen und Brummen vom Geschirrspüler oder Kühlschrank. Völlig egal. Du konzentrierst dich einfach nur auf die Dinge, die du hörst und bist dabei achtsam. Eine andere Methode ist es auch zu fühlen. Die mache ich auch recht gerne. Du musst eigentlich nur dich auf die verschiedenen Körperteile von deinem Körper konzentrieren. Du fängst zum Beispiel unten bei den Füßen an, versuchst wirklich jede deiner Zehen zu spüren. Du musst sie nur spüren, du musst sie nicht bewegen, sondern achte einfach nur auf diese Körperteile und arbeite dich dann hoch zu den Fersen, zu den Unterschenkeln, Oberschenkeln und so weiter, bis du den Körper durch hast. Das ist auch eine Methode. Du achtest einfach nur darauf, wie sich deine Körperteile anfühlen. Du musst dabei, wie gesagt, keine Körperteile bewegen. Du konzentrierst dich nur auf diese Teile. Ich finde das eine recht gute Methode und die mache ich auch gerne hin und wieder. Und jetzt noch eine, die ich selber noch nie ausprobiert habe, vielleicht sollte ich das mal. Und zwar geht es darum, einfach nur ein Objekt zu betrachten, zum Beispiel ein Bild, ein Poster oder irgendeine Skulptur oder einfach nur dein Fernseher, ist völlig egal. Du betrachtest nur dieses Objekt und konzentrierst dich nur auf dieses Objekt mit so halb zugekniffenen Augen und versuchst halt wenig zu blinzeln. Ich weiß nicht, ob das was für mich wäre. Meditieren mit offenen Augen hört sich für mich irgendwie komisch an. Kann man aber natürlich auch machen. Also vielleicht ist es was für dich. Probier es unbedingt aus. Ganz kurz, bevor wir das Video noch beenden, ich will nur noch dazu sagen, ich bin kein Profi beim Meditieren. Und es gibt sicher noch viele, viele weitere Methoden, von denen ich noch gar keine Ahnung habe. Und deswegen kannst du gerne, falls du dich auskennst, in die Kommentare schreiben und mir noch Tipps geben oder Methoden, die man noch machen könnte beim Meditieren. Das war auf jeden Fall meine Methoden, wie ich das so mache.
und die ich kenne. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du beginnst jetzt vielleicht mit Meditieren, falls du es noch nicht tust. Schreib mir unbedingt deine Meinung dazu in die Kommentare und deine Erfahrung mit Meditieren. Und falls dieses Video dein Leben in irgendeiner Art und Weise bereichert hat, dann lass mir unbedingt ein Abo da und läute die Glocke und wir hören und sehen uns in meinem nächsten Video.